Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatten die meisten Menschen in der westlichen Welt eine solide Theorie über unsere Ursprünge. Alle Lebewesen wurden von einem einzigen Schöpfer geschaffen. Doch dann, im Jahr 1831, beschloss ein 22-jähriger Student, auf eine Expedition zu gehen, die alles verändern sollte. Der junge Mann verbrachte Jahre auf abgelegenen Inseln, untersuchte lebende Organismen und machte sich genaue Notizen über ihre Unterschiede. Nach fast 5 langen Jahren kehrte der Mann nach Hause zurück. Er ordnete seine Erkenntnisse und begann, seine eigene Theorie über den Ursprung der Arten zu schreiben. Jahrzehnte später, im Jahr 1859, stellte Charles Darwin, unterstützt durch die Arbeit von Alfred Wallace, den Status quo mit seiner Evolutionstheorie in Frage, die auf natürlicher Selektion beruht. Natürliche Selektion ist der Prozess, durch den sich Populationen lebender Organismen anpassen, fortpflanzen und verändern. Dies ist möglich, weil sich Organismen weiterentwickeln, wenn zufällige Mutationen in der DNA der Fortpflanzungszellen auftreten. Die in den Zellen gespeicherte DNA enthält Anweisungen, die die Merkmale eines Organismus schon früh nach der Empfängnis bestimmen. Zum Beispiel können zwei Tiere mit bestimmten Merkmalen ein Baby mit ganz eigenen Merkmalen bekommen. Da die meisten von uns im Wettbewerb um begrenzte Ressourcen, Reviere oder potenzielle Partner stehen, sind bestimmte Merkmale vorteilhaft, während andere nicht vorteilhaft sind. Und wenn das Überleben des einen durch die Anwesenheit eines anderen in Frage gestellt wird, können einige so weitermachen wie bisher, während andere sich anpassen müssen, sonst sterben sie aus. Eine Möglichkeit, sich anzupassen, besteht darin, sich auf bestimmte ökologische Nischen zu spezialisieren, um zu überleben und sich fortzupflanzen. Im Laufe der Zeit kann es zu bestimmten Mutationen kommen, die später die Fähigkeit zur Fortpflanzung verbessern. Wenn diese speziellen Merkmale auch vererbbar sind, das heißt von den Eltern an die Nachkommen weitergegeben werden, dann ergibt sich ein Fortpflanzungsvorteil. Und das ist es, was die moderne Evolutionstheorie als Anpassungsfähigkeit definiert. Der Ausdruck Survival of the Fittest oder das Überleben der Anpassungsfähigsten steht für den Prozess innerhalb einer Population, bei dem fitte Varianten reproduktive Kopien von sich selbst erzeugen und weniger angepasste Varianten sich weniger vermehren oder verschwinden. Im Laufe der Generationen werden fitte Merkmale zur vorherrschenden Variante in einer Population und können sich schließlich zu einer neuen Art entwickeln, einer Gruppe ähnlicher Organismen, die sich miteinander vermehren und nicht mit anderen. Da sich all dies in der Umgebung des Organismus abspielt, die sich jederzeit ändern kann, ist es eine natürliche Umgebung, die selektiert, wie erfolgreich eine Art bei der Fortpflanzung ist. Aus diesem Grund wird der gesamte Prozess als natürliche Selektion bezeichnet. Ein berühmtes Beispiel aus dem wirklichen Leben ist die Geschichte des Birkenspanners. Der Falter bevölkerte das Vereinigte Königreich und hatte eine perfekte Musterung, um sich in seiner natürlichen Umgebung zu tarnen. In den 1800er Jahren änderte sich das mit der industriellen Revolution. Fabriken und Häuser verdunkelten den Himmel und der Rauch der Kohle schwärzte alles. Mit der Zeit wurden auch die Baumrinden dunkler und helle Falter waren für Raubtiere besser sichtbar, während die weniger verbreiteten schwarzen Varianten der Falter unsichtbarer wurden. Infolgedessen wurden die hellen Birkenspanner eher gefressen und die dunklen hatten schließlich einen Fortpflanzungsvorteil. Um 1970 hatten in einigen Regionen fast alle Falter dunkle Flügel. Sie waren nicht stärker, nicht schneller, nicht schlauer, sondern einfach besser angepasst. Als der Mensch begann, auf die Umwelt zu achten, kehrte sich diese Tendenz um. Heute überwiegen im Vereinigten Königreich wieder die hellen Birkenspanner. Zufällige genetische Mutationen verschaffen dunklen Faltern in einer bestimmten Umgebung für einen bestimmten Zeitraum einen Fortpflanzungsvorteil. Was denkst du? Sind alle Arten miteinander verwandt? Und wenn ja, stammen sie alle von demselben Ursprung ab? Und wenn das der Fall ist, wie lösen wir dann das Problem mit dem Huhn und dem Ei? Teile deine Gedanken in den Kommentaren unten mit.